Hallo zusammen, heute zeigen wir euch mal wieder einen Design-Klassiker mit einem schwarzen Filzstift gescribbelt und Infos und Tipps zu diesen Perspektiven und zu der Art des Zeichens natürlich in unserem aktuellen Buch 100 geniale Zeichentricks oder immer wieder auf unserem Instagram-Kanal. So, und hier geht's auch schon sofort los. Wir machen zwei Skizzen, einmal eine seitliche Ansicht und einmal eine Zweipunktperspektive. Und erarbeiten uns hier für die Grundform, die leicht nach hinten zusammenläuft. Das ist der Sinn dieser Zweipunktperspektive logischerweise. Dann gibt es den Aufbau. Also, ihr habt bestimmt schon aus anderen Videos, kennt ihr das bereits, dass wir grundsätzlich es immer so machen, dass die Videos besser gesagt, die Skizzen immer von unten nach oben aufgebaut sind. Das ist extrem wichtig, damit man den Überblick behält über das, was man macht, was man zeichnet und optimalerweise natürlich noch so die Grundkörper mit hineinskizziert. So, das, was wir jetzt hier machen, ist jetzt einmal sozusagen die eine Kiste, nennen wir es einfach mal so, mit der Unterteilung in weitere Elemente und also eigentlich nur Rechtecke, die irgendwie zusammengehören, die dann sozusagen die Fläche ausmachen. So, und das Ganze dann wird dann natürlich richtig hinten auch noch ausgearbeitet. Wir schauen, dass wir die an allen Stellen richtig ausarbeiten und betonen. Und mit einem kräftigen Strich bekommt das nochmal hier mehr Tiefe. Und immer wieder die Striche dynamisch halten, auslaufend lassen. Also auch hier bei dem Stahlrohrgestell natürlich auch schauen, dass es auf einer Seite ein bisschen kräftiger, auf einer Seite ein bisschen schwächer wirkt. Dadurch entsteht auch diese räumliche Tiefe automatisch. Und mal zwischendurch eben helle Stellen für den Lichteinfall, um den Glanz nochmal einzufangen. Solche kleinen, schnellen Skizzen, die sind natürlich ideal, wenn ihr euch für irgendeinen kreativen Beruf bewirbt, wenn ihr in Architektur oder Produktdesign, Industrial Design studieren möchtet, braucht ihr davon sehr, sehr, sehr viele und gute vor allen Dingen. Also die müssen gut gemacht sein, gut wirken, weil das ist das, was am Ende auch wirklich bei den Bewerbungen zählt. Und hier sieht man, wie sich das dann nochmal verhält. Bei den Kleinigkeiten jeweils in der Ecke. Hier auch nochmal. Und immer wieder die Details. Das ist ganz wichtig, dass ihr die Details nicht überseht. Ihr müsst das eindeutig aufskizzieren. So. Auch hier, wie das Gestell sich nach oben bewegt. Hier sieht man es auch noch. Also das Ganze dann schraffiert, das ist ja diese Struktur, die man da sieht, die wird so ein bisschen angedeutet, das ist auch wichtig.
immer wieder mit den kleinen kurzen Strichen. Und das Ganze nochmal oben. Man hätte es auch komplett schraffieren können, aber wenn man sich genau anschaut bei dem Stuhl, dann gibt es ja verschiedene sozusagen Arten der Bezüge. Und wenn man das mit so kurzen Strichen darstellt, dann ist man ganz nah dran an dem, was eigentlich abgebildet werden soll. Und bei dem Stift ist das ja auch sehr schön, dass man das seitlich sehr gut ausarbeiten kann. Wir sehen das jetzt hier mit der breiten Seite. So, und dann das Ganze nochmal quer. Vielleicht unten noch ein bisschen mehr betonen. Das ist der Schlagschatten sozusagen oder der Eigenschatten, der dann sofort darunter fällt. Immer auch auf einer Seite wichtig, nicht auf beiden Seiten. Und hier. Würde sozusagen der Stuhl in seiner Form jetzt funktionieren. Also man sieht schon die Hauptform perspektivisch, also es wird ein bisschen schmaler nach hinten zu den beiden Fluchtpunkten und der Horizont des Betrachters ist deutlich über dem Stuhl. Hier bei der zweiten Variante, die machen wir nur aus der Seite aus, also von der Seite aus sehend. Sowas ist natürlich perfekt, wenn man selbst was konzipiert, wenn ihr selbst mal einen Stuhl zeichnet, dass ihr mit solchen Tricks arbeitet, um ein Produkt mal ein bisschen zu veranschaulichen, wie es wirklich funktioniert, welche Proportionen es hat, eignen sich solche Skizzen eigentlich hervorragend. So, und hier. Nochmal die seitliche Ansicht. Das heißt, wir sehen die Armlehne und den hinteren Fuß trotzdem, aber das Ganze in einer Einpunktperspektive oder Zentralperspektive auch genannt. Das heißt, nach hinten wird es dann deutlich schmaler. So. Und das Ganze hier auch nochmal anschraffiert. Auch ganz leicht. Hier auch. Und mit kleinen, feinen Strichen bekommt das hier nochmal die nötige Tiefe. Und in dieser Kombination mit den beiden Zeichnungen sieht man schon, wie spannend sowas sein kann, wenn man diese Art von Zeichnung ergänzt. Und auch hier noch einmal. Kleinigkeiten wie den Schatten nochmal anzudeuten, vielleicht so eine Raumkante ins Bild einbringen. Und das sind Sachen, die ihr auch gerne natürlich auch bei uns in Kursen lernen könnt. Schaut auf unseren Seiten mappenvorbereitungskurs.de und akademieruhr.de. Da können wir euch ganz, ganz vieles nochmal zu den Kursen sagen. Schaut mal vorbei. Und ansonsten vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Danke für die lieben Kommentare und natürlich die Daumen nach oben. Bis dann, euer Akademie-Ruhr-Team.